Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Octopath Traveler 2. Mit mir und Teddy. Und im guten Chat. Wenn jemand kommt, wer weiß, sehen wir oben rechts. Irgendwo oben rechts ist der Chat. Okay. Wir wollten hier ja die Diebesgilde weitermachen. Ich habe da ein bisschen rumgetrödelt letztens. Geschichte? Ah, Sebastian, servus. Guten Tag. Ich letzten Streams von Octopath Traveler 2 war ich nicht da, weil ich an den Tag geplant mit Freunden den anzuschauen und das durfte ich nicht verpassen. Ja, kann ich vollkommen verstehen, Sebastian. Die Leute haben dich ja auch schon ein bisschen vermisst hier. Habe ich mitbekommen. Ah, okay. Aber jetzt bist du ja da. Geschichte. Geschichte. Ihre Geschichte. Von Vater. Wo müssen wir hin? Was hat denn da? Was hat das mit ihm zu tun? Habe ich jetzt... Muss ich ihn auch... Wieso? Hier ist ja niemand. Oder spinne ich jetzt? Was ist das da unten? Da, wo das Schwert war. Nö. Was haben wir? Okay, dann brauche ich ihn vielleicht dazu. Gruppe. Patito. Ja, ich hätte gern Oswald auch im Team. Aber egal. Patito. Herzlich willkommen. Wieso brauche ich da Patito dazu? Ist das jetzt... Ja, jetzt triggert's. Okay. Please, someone help me. Hilfe. Hä? Habe ich jetzt die falsche Mission ausgewählt? Ich glaube, ich habe die falsche Mission ausgewählt. Hilfe. Was war das? Please, someone help me. Ich brauche Hilfe. Ich habe eindeutig die falsche Mission. Das kann aus dem Haus hier. Ich sehe besser nach. Ja, Patito, mach das. Haben wir jetzt die Geschichte von Patito? Ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Ich habe doch Geschichte? Ja. Es gibt hier nur ihre Geschichte. Das hat mit Patito zu tun? Interessant. Ich hab... Pardon me. Anyone home? Von dir habe ich gesehen, dass du das siege Schwert hast. Wenn Torne auf Level 30 ist, wäre ich einfach in einer welches in Stufe 45 ist. Okay. Hallo? Please, ich brauche Hilfe. Wer redet hier? What's wrong? Don't worry. Worum I'm here to help. Worum gibt's denn? Ich bin hier, um zu helfen. Um was geht es? Please, someone help Hilfe, me. Ich brauche Hilfe. Hä? I can't Und wo find bist you. Du? Ich kann Where dich nicht you? Sehen. Please, someone help me.
Ich brauche... Ah. Wer macht denn so eine Schallplatte? Wie? Kommt die Stimme etwa aus dem Ding hier? Hilfe, ich brauche Hilfe. Tatsächlich, das ist verrückt. Seltsames Gerät, aber da jemand durch ein Rohr spricht oder so? Nein, die Stimme kommt direkt aus dem Gerät. Wer zeichnet sowas überhaupt auf? Und wer bist du? A pleasure to make your acquaintance. I am Audley. Mein Name ist Andelio. Was? Aldelio? Angelem? Was? Angelem? Ich bin Patito, ebenfalls sehr erfreut. Was mache ich jetzt gerade? Ich bin Händler und habe mich auf ausgefallene Dinge spezialisiert. Oh. This device here is called a phonogrammic articulator. Habe ich von einem Erfinder in einer Großstadt gekauft. Es nennt sich phonographischer Artikulator? Wow, a phonogrammic articulator, was it? Phonographischer Artikulator, wie? Yes. Ja, wie der Name schon sagt, registriert er Konversationen und wiederholt sie bei beliebig oft. Aber das mit Hilfe ist ein bisschen seltsam. Verstehe, aber kam da also deine Stimme raus? Korrekt. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach was, ich bin doch froh, dass niemand wirklich in Gefahr war. Ach, Patito. Allerdings brauche ich in der Tat Hilfe. Und wie? Ich habe keine Blassen-Dunst, wie ich diese vermaledeite Stück vermarkten soll. Okay, in meiner Verzweiflung habe ich mich bei einem Selbstgespräch aufgezeichnet. Okay, nur mal so eine Idee. Das könnte auch einfach eine Falle sein. Das könnte man als Falle verwenden. Um gute Leute reinzulegen. Das Grammophon? Oder wie? Das stimmt wohl. Wer es sieht, der staunt vor Begeisterung. Aber wozu braucht man ein Gerät, das einfach nur nachplappert, was man selbst sagt? Verstehe, klingt auf Dauer tatsächlich eher langweilig. Nicht wahr? Ja, Musik. Ich habe den Kunden vorgeschlagen, dass sie Sachen aufnehmen können, die sie nicht vergessen wollen. Also ein Tagebuch. Ich glaube, ein Buch wäre da besser. Lass mich raten. Dazu meinen alle bloß? Wozu soll viel Geld ausgeben, wenn dazu etwas Papier und ein Stift reichen?
Correct. Woher weißt du das? I am a merchant Berufserfahrung. Ich bin auch Händler. Hm. Ah, so you sag bloß, allerdings ein scharfsinniger als ich. I have the unfortunate character flaw of excitedly sobald ich etwas Außergewöhnliches entdecke, schnappe ich es mir sofort und das ohne einen Plan zu haben, was ich damit anfangen könnte. Okay. Ist das dumm? Ich wünschte, ich hätte eine Weitsicht? Hm? Hör mal, Adelaide? Nehmen wir an, du hast zwei Kisten, eine leere Kiste und eine Kiste, die mit Juwelen gefüllt ist. Und du besitzt sie zum gleichen Preis an. Was glaubst du, welche Kiste du zuerst verkaufst? Ja. Das ist leicht. Um die Kiste mit den Juwelen würde ich Leute sich reißen. Hm? Und wieso füllst du denn die Kiste nicht einfach mit Juwelen? Jewels? Ich soll Juwelen in den pornografischen Artikulator tun? Ganz genau. Juwelen für die Ohren, Musiklieder, die man immer wieder hören möchte. Ja, Musik. Musik aus einer Kiste. Famose Idee. Seine Lieblingslieder kann man sich schließlich gar nicht oft genug anhören. Ja. That's what I just said. Wenn man das Ding jetzt noch tragen könnte, wäre das cool. Nicht wahr? Aber da gibt es ein Problem. In dieser Stadt gibt es keine sonderlich begabten Musiker. Musikanten. Keine Sorge, ich finde welche und bringe sie zu dir. Die Tänzerin vielleicht? Ich kann ja singen auch. Das würdest du für mich tun? Klar auch, meine Reise treffe ich unheimlich interessante Menschen. Oh, vielleicht. Vielen Dank. Ich bereite in der Zwischenzeit alles zum Aufnehmen der Musik vor. Wunderbar. So, mal sehen, wo ich die richtigen Musikanten für unsere Unternehmen auftreiben kann. Ein Lied ist natürlich nicht genug. Wir brauchen mehrere Künstler, die alle etwas von ihrer eigenen Musik beitragen. Also eine Band. Ich denke, drei Lieder würden eine gute Mischung ergeben. Ja, ein bisschen Metal, ein bisschen Klassik. Okay, ich sollte zu dem Grünen gehen und nicht das, was Perdito hier. Da hat Sebastian schon recht. Oh, hier ist also der Waffenhändler. Interessant. Okay. Stoff. 3%. Alter Stoff. Das hielt bei Verkauf einen angemessenen Preis. 3% ist sehr gering. Du musst mindestens Stufe 20. Ja, okay. Das ist auch richtig stark.
hier. Kann sie denn einschläfern? Nimm das. Gut. Ruh dich aus. Hallo. Ich dachte, hier drin wäre eine Kiste. Hm? Okay, die sagt nicht mal was. Auch ungewöhnlich, die Mission mit Lieder ist für mich lange her gewesen und habe auf YouTube nachgeschaut. Okay. Was macht denn der da hinten? Komm ich da hinten hin? Wo muss ich denn eigentlich? Warte, wo ist das? Hier. Ich muss da rein. Oh, jetzt beginnt die Geschichte. Wieder eine Bar. He's not here. Er ist nicht hier. Well, well. Oh, schau mal, wer sich da blicken lässt. Hm? Na, Schmalzlocke. You really are, du bist ja wirklich... Augenschmaus? Ein wirklicher Augenschmaus? Ja, cool. Hm? Why don't you come Na los, gib uns doch mal einen Kostprobe. I don't have time to play with children. Verzeiht euch. Ich habe keine Zeit, euch Belgern den Arsch abzuwischen. Belgern, okay, das ist ein Wort. Kenne ich nicht. How about you take a look around? There's three Aha, of us and wirf one of you. Lieber einen Blick in die Runde. Wir sind zu dritt und du ganz alleine. Na, vor der Tür stehen noch ein paar. Outfit macht euch alle fertig. Außerdem haben wir die Erlaubnis, mit dir anzustellen, was auch immer wir wollen. Also, zier dich nicht so, dann hast du Stück auch mehr davon. Ach Gott. Wieso? Wieso solche Leute? Ah. Von euch habe ich die Schnauze voll. Jetzt ist Zapfenstreich, Jungs. Ja, Zapfenstreich. Jetzt werden sie fertig gemacht. Ah, ich muss jeden Einzelnen fertig machen? Okay. Ich würde sagen... Die Stärke wird nicht angezeigt, ne? Schläger. Ja, zuerst ihn. Good night. Good night. Good night. Good night. Als ob das so einfach wäre. Good night. Good night, good night, good night. Boah, das war jetzt ein echt harter Kampf. Puh. Eine beachtliche Leistung, mein liebes Mädchen. Ah, da ist er ja. Father. Vater. Neither dead nor alive. Robbed only Weder tot noch leben, nur... Jeder bewirkt, was? Beweglichkeit beraubt. Um eine solche Kunstgriff zu vollbringen, ist eine Menge Talent und Erfahrung nötig. Wow. Thank you. Danke. Rosen Scheißer wie die hier sind aber auch leicht zu begeistern. Versprich ihnen eine Handvoll Blätter und du hast ihren blinden Gehorsam. Ja. Aber keine Qualität hat man. Besonders wenn sie sich dafür nur an einer hübschen Besucherin vergreifen zu brauchen. Ja.
I'm sure they're dreaming of you as we speak. Planen. Ja, sehr seltsam, ja. Ja, ist er wirklich ihr Vater? Ich glaube eher nicht. Vielleicht träumen sie ja gerade, dass sie dich doch zu fassen bekommen haben. Ja, wahrscheinlich. Nun schau nicht so finster, Kind. Ich mach doch nur Spaß. Schluss damit. Bei jedem Auftrag muss ich mir deine verdammten Posen antun. Und dann dank ihnen bist du über dich hinausgewachsen. Erst jetzt ist es hieb- und stichfest. Du bist ein echter Überflieger. Ja, cool. Als Vater genannt. Ja, ist trotzdem seltsam. Ja, das schon. Deine letzte Auftrag scheinst du jedenfalls erfolgreich abgeschlossen zu haben. Was that also meant as a joke? Sollte das etwa auch ein Scherz sein? You mean tricking my children, ich meine Kinder durch Lug und Trug dazu gebracht habe, sie gegenseitig umzubringen? Okay, Digga. Du wirst es doch nicht vergessen haben, oder? Was? Ich will, dass du meine Nachfolgerin wirst. Wir müssen nun nur diesen Auftrag hinter uns bringen, dann soll der Thron dir gehören. Ja? Ich will ihn aber nicht. Ich bin nur hergekommen, um dich zu töten. Vielleicht ist das der Auftrag? Meine Stunde wird kommen, das sei dir sicher. Gut, dann wollen wir uns mal an die Arbeit machen. Ich werde dich vor Ort in die Details einweisen. Such mich auf, wenn du deine Vorkehrungen getroffen hast. Servus. Hi, Mario. Ich werde im Osten der Stadt auf dich warten. Alles gut? Understood. Alles klar. Ah, Teddy. Da liegen einfach drei Betrunkene. Wir können sprechen. Wir haben wieder ein... Alles gut. Schön. Wo es einen auch hin verschlägt, Vater sind wohl überall gleich. Hä? Immer dazu. Wollen Sie das Unmögliche von Ihren Kindern? Ach, dein Vater etwa auch? Ich war kaum mehr als ein Knirps, als wir mal eine gigantische Melone aufgetrieben haben. Papst wollte es sie mit der lieben Nachbarschaft teilen, also trug er mir auf, sie in 8 gleich Stücke zu zerlegen. Sogleich, dass keines der Stücke auch nur ein Kern schwerer wäre. Oh, das ist sicher schwierig. Völlig unmöglich. Also als ich aber dagegen protestierte, hat er mir
gepredigt, dass nur Gerechtigkeit dem Unmut der Nachbarn vorbeugen könnte. Alter, sorry Leute, das hat mich jetzt gerade ein bisschen gekillt. Ich bin wieder wach. Ah, ich auch. Ja, die Zwei-Jahres-Feier war schlimm. Ah. Mittlerweile bin ich wieder auf den Beinen. Ah. Das war viel, viel Let's Play am Wochenende. Kann ich mir vorstellen, um eine gute Fang gibt es immer Streit. Mich hat jedenfalls der Gedanke bestürzt, dass sich Menschen wegen so einer Kleinigkeit zoffen können. Ja, das könnte ich. Deswegen habe ich jedem von ihnen eine gewaltige Melone geschenkt. Gar nicht mal übel. Bis über beide Backen haben alle gestrahlt. Jawohl. Allerdings hat mich der Spaß auch einen ziemlichen Batzen Blätter gekostet. Es gibt also eine ganze Weile nichts als olle Gemüseplane. Was? Gemüsepfanne und eine ordentliche Standpauke zum Nachtisch. Was auch sonst. Ah, nettes Gespräch. Ich muss hier runter, oder? Ich schau mal. Was gibt's hier? Kampf? Ich hätte gerne was für die Apothekerin. Was hatten die nochmal für Waffen? Axt hat die? Das ist halt eine wesentliche Verbesserung. Ja, sollte ich machen. Aber was besser? Das hier, ne? Komm, kauf ich. Weil die macht ja auch nur 2 Schaden oder so. Dass die auch mal ein bisschen was kann. Okay. Dann wieder zurück in die Stadt. Was passiert jetzt hier? Hier ist der Auftrag, ne? Ach. Soll ich dich wieder einschläfern? Einschläfern ist... Schlummerkraut. Okay. Ich mach das lieber. Good night. Schlaf gut. Ich war hier schon drin? Ach, heute Nacht darf ich mich in einem warmen Zimmer zur Ruhe legen. Allerdings dafür kann ich mich schon glücklich schätzen. Okay. Hä? Soll ich nicht hier rein? Ach, ich muss sie erledigen. Tut mir leid. Good night. Kannst du schlafen? Hier eine Kiste. Also, das habe ich. Das war was anderes. Okay, ups. Habe ich mich kurz vertan? Ja, sind jetzt Leute rausgegangen? Sind Leute aus dem Chat sind rausgegangen? Was ist das denn? Bleib doch hier. Ne? Ich muss hier rüber. Oh, da ist Vater. There you are. Da bist du ja.
as I expected. No openings. Was wäre zu erwarten? Was wäre zu erwarten? Nicht einmal von hinten ist er verwundbar. Aber irgendwann ist es so weit und dann rollt sein Kopf. Und zwar genau dann, wenn er damit beschäftigt ist, einen Gegner auszuschalten. Hm? No matter how skilled the assassin, es gibt keine Rolle, wie er sehr jemand das Morden in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dieser Moment nimmt jede Faser seiner Sinns in Anspruch. That's my opinion. Und in diesem That's Augenblick wird auch Vater sein Leben aushauchen. Hm. Why have we come here? Also, um was genau geht es? To see the snow hats. Um die Schneeassen. Um die Schneeassen? Assen? Ah, Hasen, sorry. There are thieves guild that call this Eine Diebesgilde, der die Stadt als Stützpunkt dient. Ja, und die sollen wir ausrotten. Sie standen lange auf unserem Fuß mit den Schwarznattern. Nun haben sie aber damit begonnen, in unser Territorium vorzudringen. Hm. Tod den Verrätern, richtig? ja, Tod den Verrätern. Am Eingang steht eine einzige Wache, das war's. Easy. Unser Auftrag besteht darin, ihr Versteck zu infiltrieren und den Anführer der Schneehasen auszuschalten. Bitte lass das im Hase sein. Und du hast dabei das Sagen, Drohne, ich sorge nur für die nötige Deckung. Kämpfen wir jetzt gemeinsam? Du deckst mir den Rücken? Hm. Vater und ich haben bereits zahllose Aufträge hinter uns gebracht, aber das könnte auch negativ sein. Das, was sie davor erzählt hat, er könnte ja uns in den Rücken fallen. Es war jedoch immer er derjenige, der unserem Ziel den Garaus macht. Schließlich wussten wir beide, dass sein Messer nicht ins Leere stechen würde. Was geht nur in ihm vor? Hat er meinen Plan etwa durchschaut? Was hast du, Drohne? Ich will eigentlich prüfen, ob du wirklich als meine Nachfolgerin geeignet bist. Hm? Dass selbst ein Angriff aus dem Rücken nichts bringt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss also diesen Auftrag über die Bühne bringen und auf eine bessere Gelegenheit warten. Hm. Understood, Father. Verstanden, Vater. Hm. Erinnerst du dich noch an unseren allerersten Auftrag? Why? Wieso? Mich interessiert, ob du dich inzwischen daran gewöhnt hast, an den Geruch von Blut, meine ich. Ja, von Monstern, aber nicht von Menschen. I'll be back. Ich lege dann mal los. Eieiei. Was mit ihm? Ist er gut? 4. Das kostet ja 2.
Könnte ich machen. Okay. Man weiß ja nie. Ich gehe da einfach hin und stech ihn ab. Good night. Schlaf gut. Ah, der Arme. Ihn einfach umzubringen wäre weniger riskant. Leichen verfolgen einen nur in den seltenen Fällen. Wenn der Eiskönig kommt, aber ich werde kein Blut vergießen, solange es sich irgendwie vermeiden lässt. Ich verabscheue einfach, wie ich mich dabei fühle. Das ist schlecht. Gut. Wann hat das alles überhaupt angefangen? Seit wann nagen diese Zweifel an mir? Oh, Erinnerung. Ich flehe euch an. Lasst mich leben. Hier, versuchst du es. Als Kind schon, Eis. Ja. Ich kann nicht. Hier mangelt es noch an Reife, Drohne. Meine Mitgefühl ist jedoch fehl am Platz. Wertloser Abschaum wie er hat es nicht verdient. Ja, was hat er getan? Tu es, nimm sein Leben und du wirst verstehen. Einmal damit angefangen, wirst du nicht mehr ohne den Geruch von Blut leben können. Wie das wohl Ärzte so haben? Dann wirst du es dir bald sogar aufs Brot schmieren wollen. Was? Ja, gut. Der ist ein bisschen krank, der Typ. Der Vater. Himbeermarmelade wäre mir lieber, ja. Wieso ausgerechnet Himbeermarmelade? Ja, gut. Auch gut. Jeder Mensch kommt mit einer gewissen Gabe auf die Welt. Ja, so wie ich. Der schlechteste Let's Player der Welt. Nein, nein. Bin schon gut. Teddy ist auch gut. Wir sind alle gut. Die Götter haben uns alle eine Aufgabe zuerkannt, zu der sonst niemand in der Lage ist. Sie ist unser Bestimmung. Ja. Es ist meine Bestimmung, euch zu unterhalten. Es ist das. Also kein Wunder, der Herr das sagt. Ja. Bestimmung. Deine Bestimmung ist diese Messerdrohne. Wenn du leben willst, musst du zuerst das Töten lernen. Pieks. Ah. Hervorragend. Genau wie ich es mir erhofft hatte. How was it, my dear? Wie fühlst du dich, mein Kind? The smell of so blood. Riecht also Blut. Sehr eisenhaltig, ne? Widerlich. Ever since then. Seitdem habe ich gemordet, so wie Vater es mir gelehrt hat. Wie viel Leben ich gebraucht
gebraucht habe, weiß ich längst nicht mehr. Was? Wie viel? Wie viele Leben ich geraubt habe? Der Geruch von Blut wird meine Hände für alle Ewigkeiten anhaften. Doch bald schon werde ich dieses Leben hinter mir lassen. Adron, du gehörst zu unserer Gruppe. Was ist das? Wir brauchen dich. Ist hier vielleicht irgendwas hinter? Okay, hier kann ich nicht lang. Hier kann ich auch nicht lang. Okay, Versuch was wert. Okay. Das scheint so, als würde es hier weitergehen. Also gehe ich hier hoch. Cool, hier sind Schwerter, aber sonst nichts. Ich hätte es eine Truhe erwartet. Ach, eine Geheimtür. Alter, was haben die alle für Keller? Du da, warte bitte. Bitte hilf mir, sonst verkaufen sie mich wie Vieh. Ich habe da Gerüchte gehört. Sie Schneehasen sollen Menschen verschleppen und sie dann als Ware Freibieten? Bitte hilf mir. Erinnerungen? Bitte hilf mir. Ah, ist das... Okay. Das hat die Drohne auch. Ich werde dir helfen, aber erst nachdem ich meine Arbeit hier erledigt habe. Halte es so lange durch. Danke. Du bist ein guter Mensch. Gut, dann werde ich wohl mal die Drahtzieher aufspüren. Die Drahtzieher. Nur mal. Das ist unter diesem Gebäude. Wieso muss unter allen Gebäuden so eine riesige Kalanisation was sein? Das ist ein bisschen wild. Oh, das ist eine Truhe. Und Monster. Okay. Batito. Pfeil. Könnte er vielleicht? Ja. Axt. Axt gegen Axt. Sehr unwahrscheinlich. Dolch. Dolch geht. Pfeil. Hat der vielleicht auch Dolchschüsse? Nein. Mist. Okay, der ist jetzt raus. Ja, gegen Ochet ist das gar nicht. Okay. Das war mies. Doch hat er leider keinen. Bogen habe ich probiert. Ja, geht. Okay. Das muss man eine Kanalisation richten. Logisch, oder? Ja, aber so eine riesige. Eine
Kanalisationsfestung, ja, ja. Ergibt Sinn irgendwo. Ah, okay, gibt Sinn. Okay. Die Schwäche hat er nicht. 140, sehr schön. Okay, ich gehe zuerst hier rüber. Weil Kiste. Okay, hier unten kann ich wahrscheinlich mit dem Boot fahren, oder? Da ist Kiste. Nein, da drüben kann ich mit dem Boot fahren. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich? Laufe ich jetzt die ganze Zeit rum, um hier angegriffen zu werden? Interessante Ready? Vögel. Nee, okay, Dolchangriff. Bitte Axt. Nein, keine Axt. Okay. Gleich den nächsten raus. Jetzt macht hier ordentlich Schaden. Autsch, ich vergiftet. My turn. Vorbei? Die Fertigkeiten, ja komm. Das würde ich ungern jetzt einsetzen. Okay, dann ist einer weg. Ich sollte ihr noch die Zweitfähigkeit geben, ne? Okay, er ist noch weg. Okay. Lebt noch? Ja, jetzt ist er weg. Easy peasy. Lemon squeezy. Ja, jetzt ist der Tito halt sehr schwach schon. Das ist nicht gut. Und sollte ich hier unten rennen? Das ist wahrscheinlich auch blöd. So, hier. Das wollte ich. Aber wo fahre ich jetzt lang? Hier unten war ja noch eine Kiste. Hier komme ich nicht lang. Hier war eine Kiste. Oh. Den da hinten hätte ich gerne. Ich weiß nicht, was er macht, aber den hätte ich gerne. Ja. Bogen. Ja, sehr gut. Dolch. Nein. Das bringt nichts. Schwert vielleicht. Die letzten zwei werden irgendeine Fähigkeit sein. Apothekerin. Regeneriert Gebet bei einem Verbündeten oder lebe ein ihm bei Kampffähigkeit. Okay, ich könnte ihn beleben. Regeneriert bei für drei Runden. Ja, das wäre für Partito jetzt gut. Okay, rufen. Komm herbei. Okay, zuerst den mal weg. Weiß nicht, was der da hinten macht. Ready? Nicht wirklich. Ready? Der ist weg. Ich weiß jetzt nicht, was der da hinten für eine Schwäche hat. Schwert ist auch nicht. Axt? Axt. Autsch.
Dolch vielleicht? Nein. Bogen habe ich hier schon probiert. Axt ist es. Speer vielleicht noch? Ja. Okay. Axt. Und dann Old-Chat. Old-Chat bitte. Ja. Bitte stirb nicht. Stirb. Mist. Ich wollte ihn fangen. Dann stirbt er mir einfach so davon. Schattenseelenstein. Okay. Komme ich hier noch irgendwo lang? Oh, ich kann hier auch. Hier kann ich hoch. Hier kann ich rüber. Ist hier was? Wahrscheinlich fahre ich jetzt nur in meinen Tod. Da ist noch... Ja, diesmal seid ihr schneller tot. Bring it on. Wir haben beide Speerstöcke. Ist er schon mal raus? Der lebt noch? My turn. Gut, der ist instant weg. Das war doof. Speer. My turn. Axt. What to do? Here we go. Bring it on. Our negotiations over. Here I go. My prey away. So, Ochet, fangen. 11%. Ist der noch so stark? Ich weiß nicht, das sieht halt cool aus. Schauen wir mal. Hat nicht geklappt. Okay, Problem. Oder gar kein Problem. Sei jetzt aber O-Chat. 100%. wo tue ich ihn rein? Er ist Dolch. Das könnte praktisch sein. Schwert? Skelettkrieger, ja komm. Skelettkrieger weg. I'm hungry. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts, oder? Mist. Aber drüben war noch eine Treppe. Die nehme ich. Wahrscheinlich noch einmal hier. Ja, kann ich noch mal kämpfen? Gegen die. Patito macht die direkt fertig. Dann ist es... Axt. Die haben keine Axtschwäche. Mist. Instant down. Ready? Okay. Tito. Stirb doch, Tito. Ja, und du bist gut raus. Das kann ich jetzt nicht mehr überleben.
die ganzen Angriffe. My turn. Okay. All tied easy peasy. Ich will nämlich alle Kisten. Es tut mir echt leid, Leute, aber das muss sein. Da oben ist eine goldene Kiste und das habe ich. Okay, Leute, wir müssen noch mal ins Wasser. Wie komme ich denn da hin? Ach, weil ich hier rüber kann, oder? Hier kann ich rüber. Ja. Wer ist als erster? Patito wäre mir lieber. Here I go. Bring it on. Zwei getroffen. I'm just getting warmed up. My turn. Schade. Sie geht sich nur ganz knapp auf den Weg aus. Der stirbt jetzt? Nein? What to do? Okay, what you do? Here we go. Ich mit dir. Tito, gib ihm. Sehr schön. My turn. Sehr schön. Forgive me. Ja, ich hätte noch ein bisschen heilen sollen. Hier ist doch der Weg, ja. Wusste ich's doch. Das ist eine tolle Kiste, die ich mir gönne. Was? Ist der Arm? Was befähigen das Armband? Okay. Ein Armband. Ausrüstung. Ja, die zwei mache ich von Outchat nicht weg. Hier. Crit. Weiß ich nicht. Sie hat keinen. Maximal KB. Oh, das. Das würde ich gerne Patito geben. Obwohl sie hat halt nichts. Was hat Patito? Ausrüstungsfähigkeiten? Ja, okay. Da. Patito. Gebe ich ihr das? Kann ich Fähigkeiten freischalten? Da. Mach deine Verbündeten für zwei Runden immer gegen Statuseffekte. Kriege ich hier vielleicht Statuseffekte? Gegner. Ich versehe einen Gegner für zwei Runden mit einer Schwäche gegen Vergiftung. Ich mach das mal, ne? Zuerst das drauf und dann vergiften direkt. Wäre gut, ne? Okay, sonst noch hier. Erhöht für drei Runden dein Tempo. Verringert für drei Runden die psychische Verteilung eines Gegners. Psychische Verteidigung, das heißt aber nicht die Schilder, oder? Kriegt er dann einfach mehr Schaden? Wenn das ist, dann ist das gut.
Regeneriert FP beim Tragen, wenn dieser... Was? Regeneriert FP beim Träger, wenn dieser den Gegner bricht. Okay, klingt cool. Hinterhalt. Erlittenen psychischen Schaden zu funktionieren mit einer Blutsenkung. Ja. Ja, gut. Weiter geht's. Bin ich jetzt hier durch? Wo muss ich denn lang? Ja, ihr zwei, ihr drei werdet jetzt sterben. Ich nehme direkt einen raus. Reicht ein... Und noch? Immer noch nicht. Okay. What to do? Reicht nicht, Mist. Okay. Nur Ocean hat es erwischt. Ready? Ist er weg? Gut, der. Chat, oder? Immer noch nicht. Lol. Vorbei. Die anderen hat sie nicht. Ja, selbst da noch getroffen. Schön. Okay. Hier. Ah, ich muss hier rauf. Okay. Aber Leute, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst hier drüben nicht die Glocke zu läuten. Und unten in der Infobox seht ihr, wann ich live bin. Aber ich liebe